So, hallo. Heute kommen wir mal nicht mit einem Live-Video an Bord. Wir haben die Technik verfeinert. Es kann also zwischendrin mal passieren, dass hinter der Kamera einer stöhnt und schreit. Oder es zu Aussetzern kommt. Oder es zu Aussetzern kommt, weil wir uns mit etwas modernerer und professionellerer Technik versuchen und nicht unsere Standard-Livestreams machen. Wo man uns hier an den Kopf geschmissen hat, dass wir nicht morgens sagen sollen. Ja, Leute, wann sollen wir sie denn machen? Nachts um 3:30 bestimmt nicht. Wir haben nur morgens Zeit. Mittags ist die Kundschaft da. Und wir wollen heute mal was ganz Besonderes machen. Ich habe hier mal so ein Magazin an Objektiven aufgebaut. Bis auf ein Objektiv ist keins davon ein Sony-Objektiv, aber alle sind für Sony. Wir wollen einfach mal darauf hinweisen, dass die Firma Sony inzwischen ganz viele Drittanbieter Autofokus-Objektive hat. Man kennt ja schon so ein bisschen länger für die APS-C-Modelle die Samyang-Objektive oder auch die Adaptermöglichkeiten via Novoflex, Quenox, Kiwi und wie sie alle heißen, dass man analoge Objektive drauf machen kann. Die Firma Samyang hat ja auch ein paar Autofokus-Objektive vorgestellt, das 14mm, jetzt ganz neu das 35mm. Dann haben wir noch dieses kleine schöne Pancake 35mm AF 2,8. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Objektiv. Und das 50mm 1,4, wenn jemand ein bisschen mehr Lichtstärke haben möchte. Was viele auch nicht wissen, ich habe es hier mal drauf, das ist Sony-Objektiv, was ich genannt habe. Die Alpha 7 Modelle können, anders wie bei Canon, können die auch mit APS-C-Objektiven einer Vollformatkamera arbeiten. Das ist natürlich dann die Ausschnittsvergrößerung da mit Kropffaktor 1,5. Die Auflösung wird schon ein bisschen runtergerechnet, weil die mit Pixelsystemen arbeiten, um die Qualität zu halten. Das ist so ein Pixel-Binding-System. Finde ich aber sehr gut, weil wenn man mal guckt, ich habe jetzt eine Alpha 7 II hier in der Hand. Die Alpha 7 III filmt gerade. Das ist eine Alpha 7 R3, sehe ich gerade. Es ist halt so, die Kamera ist halt schön gleich. Also klar, ich kann also wirklich hingehen und kann mir auch ein Pancake-System draufsetzen und kann sagen, okay, so für die Hosentasche, falls jemand eine Baggy-Pant oder sowas hat, passt die wahrscheinlich auch rein. Deswegen habe ich auch die APS-C-Objektive hingestellt. Wir haben von der Firma Sigma haben wir drei Objektive da. Das 16mm, was ja exorbitant gute Tests bekommen hat. Auch schön klein und leichtes für ein 24mm Objektiv. Habe ich mir auch schon überlegt, das auf eine Alpha 7 R3 drauf zu packen. Sieht nämlich nichts. Ja. Dann gibt es das 30mm 1,4, was gute Tests bekommen hat. Und dann noch diese alten, ich sag mal immer Nose-Art-Objektive, die so ein bisschen schön ist, anders, aber sie funktionieren. Ganz wichtig ist, ja, der Kollege muss mal kurz, das passiert im Video halt auch mal. Zack. Wieder ein Sony-Objektiv weg, steht nur Zeiss drauf. Drei neue Objektive. Und diese drei neuen Objektive sind, finde ich, so ein bisschen jetzt die Richtung, die wir immer öfter sehen werden, weil ich glaube, die Firma Tamron wird auch als nächstes mit Objektiven stärker kommen. Hier fehlt übrigens ein Tamron, ich weiß nicht, ob man sieht, da zeige ich hin. Das hat uns ein Kunde tatsächlich während des Aufbaus des Videos weggekauft. Das war dieses richtig gute Tamron 2875, wo wir ja schon ein paar Posts gemacht haben, aber leider noch nie ein Video gemacht haben drüber. Weil immer, wenn wir es machen wollen, ist es weg. Das sind halt Objektive, die sind so stark gefragt, dass wir in der Menge nicht nachkommen. Also wenn eins da ist und wir Posts kaufen, das habt ihr keine Chance im Moment. Wichtig finde ich Folgendes. Wir haben hier einen Post gemacht von einem neuen Tokina AF-System. Das ist dieses 20mm Firin. Die Firma Tokina wird von den Firin-Objektiven noch viel mehr rausbringen. Das Autofokus-System ist sehr, sehr gut. Die optische Abbildungsleistung ist hervorragend. Also ganz ehrlich, ich habe mir das angeschaut. Ich habe selbst auch ein manuelles von denen. Die Qualität von den Objektiven so hochauflösend. Ich finde es sehr schade, dass es so wenig Tests darüber gibt, weil einfach die Firma zu unbekannt ist oder zu wenig Freigaben für Testberichte macht. Das sollte man sich unbedingt mal anschauen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Und dann jetzt ganz neu, die sind gestern und heute eingetroffen, haben wir zwei der ersten A-Serie-Objektive der Firma Sigma. Ich habe hier das 24mm 1,4 in der Hand und das 35mm 1,4. Bei den zwei werden wir noch ein eigenes Review-Video machen. Das machen wir dann oben in unseren Schulungsräumen wieder. Das Autofokus-System ist geändert worden. Man sieht, die haben den MC11-Adapter quasi in die Optik integriert, haben den Algorithmus neu geschrieben. Autofokus bei beiden Kameras, sowohl im AFC als auch im AFS, richtig, richtig schnell geworden. Optische Abbildungsleistung muss ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Die waren bei Sigma eh immer schon sehr gut getestet, gerade mit den Art-Objektiven. Das Einzige, was ich jetzt persönlich ein bisschen schade finde, das ist aber jetzt nichts Negatives, da kommt man mit klar, wenn man Qualität haben will. Die werden ein bisschen frontlastig, die Linsen. Man sieht halt schon, dass da viel Platz dazwischen ist und wenn man die so greift, man greift eine Kamera auch normal nicht so, zumindest nicht ich, und dann ziehen die halt schon so ein bisschen runter, macht man einfach so, dann passt wieder, ist ein Scherz.
ja, was wollen wir uns sagen? Es gibt viel Sony. Sony hat inzwischen, was haben die denn, 60? 60 Objektive mit APS-C zusammen. Oh. Ja, sowas um die Kante, ne? Objektive gehen ja auch noch. Die Drittanbieter kommen. Die Drittanbieter sind gut. Und man sollte auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus gucken. Guckt euch die Objektive bei uns an. Wir haben aktuell viel vorrätig, wie ihr seht. Wir stellen sie euch auch gerne mal zur Verfügung für eine halbe Stunde draußen zu fotografieren. Wichtig ist, wir brauchen einen Personalausweis. Für nichts kommt nichts. Ja. Bis dahin sage ich mal Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns bald. Gibt es hier kein Objektiv, immer 24-70 Da habe ich aber, glaube ich, keins.